Hold up. Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zum American Truck Simulator hier im Podcast-Format. Jetzt ist da den Herrn Dalukart. Schönen guten Abend. Den Herrn Manus. Hallo, na? Big Manus. Und den Herrn Liquid Duct. Quack, quack. Quack, quack. Ja, da hat er richtig erfasst. Hier neue Stories. Sonntagsgeschichten. Sonntagsstories? Nee, doch, stimmt so. Wir sind Sonntagsstories. Und heute haben wir mal was Interessantes. Ich weiß nicht, ob euch das passiert oder ob das einfach nur blöde Zufälle waren. Aber habt ihr in eurer Kindheit mal jemanden aus Versehen verletzt oder wurdet ihr mal aus Versehen verletzt? Jetzt nicht irgendwas gebrochen oder so, kann ja auch, keine Ahnung, whatever gewesen sein. Weißt du, was ich meine? Aus Versehen. Mm-hmm. Also beabsichtigt ja, aber aus Versehen. Ich erzähle mal vielleicht eine Geschichte, damit ihr wisst, was ich meine. Ja? Ja, wir hatten damals bei uns an der Schule, bei uns war Realschule und Gymnasium zusammen. Also ein großer Block, nur Block an Block. Und wir hatten dieselbe Turnhalle. Und es gab immer ein Fußballturnier zwischen den 7., 8., 9. Klasse. So, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall haben die Klassen halt da gegeneinander gespielt. Und hier war irgendwo eine rote Ampel. Ich zahle mich dumm und dämlich. Auf jeden Fall war unsere Turnhalle, wie eigentlich, glaube ich, so normale Sportturnhallen, so, dass du halt hinter den Toren und an der Seite so kleine Tribünen hattest, wo ich einfach hinsetzen konntest. Ja, das ist aus Holz, ne, so nach oben gesteckt. Das war aber auch hinter und neben dem Tor. Dann hatten wir da dieses Fußballspiel gehabt in der Halle und eine Gruppe von Mädels saß hinterm Tor, links so, ne? Also eigentlich eine richtig beschissene Position, wenn man so mal drüber nachdenkt. Auf jeden Fall bekomme ich da den Ball relativ gut, auch schön Volley, habe ihn aber nicht ins Tor geschossen. Dann haben leicht links neben das Tor geschossen, aus Versehen. Und eine bekommt den Ball voll in die Fresse, knallt mit dem Hinterkopf gegen die Wand. Wow. Ja, das ist passiert. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Das ist so ein Schockmoment, oder? Ja, aber eher für sie, oder? So bam. So richtig mit getroffen. Ja, auf jeden Fall musste sie danach. Aber es ist nichts Schlimmeres. Nein, nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem so ins Krankenhaus so, gucken. Ne? Also. Wie lade ich denn auf? Wie nehme ich das denn dran? Wie würde das? Runterfahren und dann. Achso, erstmal reinfahren in die Firma, vorne an das Symbol. Ja, ich stehe jetzt schon direkt am Hänger. Okay. Das klingt also, wenn du und du dann musst stehen, wirklich stehen. Ja, und das T ploppt doch erst auf, wenn du richtig stehst. An dem Hänger. Du hast ja schon öfter was aufgeladen. Oh, genau, wow. Du hast auch auf deinem Navi so ein kleines Fähnchen, wo dein Anhänger steht. Ja, ich weiß, ich stehe schon davor. Nee, ich stehe nur auf der falschen Seite davon. Ja, auf jeden Fall, das so eine Story nicht so schön war. Nee. Also was halt, aber das ist ja, das meine ich halt mit aus Versehen jemandem verletzt, oder? Gibt's sogar echt viel. Also entweder bringe ich Pech oder hab viel Pech. In der Grundschule war bei uns damals sogar schon üblich Schwimmunterricht. Hattet ihr das auch? Oh, ja, hatte ich auch. Hatte Schwimmunterricht auch in der Grundschule? Ja. Und Schwimmunterricht war bei uns in der Grundschule so mit das Highlight. Das ist ja auch klar, ne? Da geht ja auch viel Zeit für verloren, weil du musst ja hinfahren, zurückfahren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das war immer so ein schöner Tag. Und es gab aber auch Leute, wenn du dich nicht benommen hast oder missgebaut hast, dass du nicht mit schwimmen gehen durftest. Genau. So, und es war wirklich ein Ausversehen, obwohl mir das damals niemand geglaubt hat. Wir hatten damals schon immer so ein paar Mädels, die so hyperaktiv waren, ja, also als Kind halt, Quatsch. Und auf jeden Fall stand ich, also bei uns draußen aus der Schule, wenn du aus der Tür rauskommst, sind da so zwei Stufen noch. Das ist ja auch eigentlich normal, ne, so einfach so eine riesengroße Treppe mit zwei Stufen. Auf jeden Fall bin ich so als Beispiel von links nach rechts gegangen und sie kam da lachend aus der Tür rausgerannt, weil sie da mit den Mädels gegangen hat halt nicht aufgepasst und ist gegen mich gelaufen, also so über mein Bein gestolpert. Ich habe ihr nicht die Beine weggezogen, sie ist über mein Bein gestolpert. Und sie ist so richtig schön die Treppe runtergeflogen und hat mich mit den Händen gebremst. Oh.
Sogar mit dem Gesicht. Oh. Ja, hat sich da natürlich auch noch so einen Zahn ausgeschlagen und hat aber dann der Lehrerin erzählt, dass ich ihr die Beine weggezogen habe, dass das Absicht gewesen ist. Und natürlich, wenn da so ein kleines Mädchen heult, glaubt die das natürlich auch. Ja, und dann habe ich natürlich, wurde bei mir zu Hause angerufen und ich habe meiner Mutter auch erzählt, dass das keine Absicht war. So, warum sollte ich das auch tun? So. Aber schwimmen durfte ich trotzdem nicht mitgehen. Ja. Das ist ärgerlich. Ja, nichts getan. Stand einfach nur falsch. Das ist ärgerlich. Das ist auch blöd. Ja, auch eine doofe Geschichte. Aber um mal die andere Seite zu erzählen, das gab es auch einmal andersrum. Aber das gehört nicht unbedingt zu verletzen. Aber man sieht es ja auch, ich habe ja immer so ein bisschen... Also ich habe ja nie einen Kurzhaarschnitt. Ja? Also ich habe ja immer ein bisschen längere Haare. Hm. Und wir hatten mal jemanden bei uns in der Klasse gehabt. Auch, sagen wir mal, die... Erste Klasse, wenn du aus der Grundschule rauskommst, fünfte, sechste Klasse, so ungefähr. Da hatten wir Mädel gehabt, mit dem haben wir auch gut verstanden und so weiter. Also nicht jetzt irgendwie, dass das Absicht gewesen ist, sondern auch wirklich unabsichtlich. Habe ich ja auch geglaubt. Sie hat mal, sie wollten Kaugummi gegen die Tafel werfen. So, ne, aus Spaß. Und, aber ein Kaugummi zu werfen ist gar nicht so einfach, weil es klebt ja. Auf jeden Fall ist das dann abgedriftet und ist mir in die Haare geflogen. Oh, nee. So, und da spaß ich ja nicht mit, ne? Das habe ich auch damals schon nicht. Meine Haare sind heilig. Auf jeden Fall, sie hat aber dann angefangen zu flennen, weil sie das halt nicht absichtlich gemacht hat oder so. Aber sie hat halt auch mega Ärger von den Lehrern, also von dem Lehrer dafür bekommen. So, weil der halt dachte, das war Absicht. Aber ich habe ihr das geglaubt. Aber trotzdem musste mir da einiges an Haare abgeschnitten werden. Oh, da war das traurig. Da konnte man das... Aber ich habe ihr das, wie gesagt, habe ihr geglaubt, dass das keine Absicht war. Auf jeden Fall, aber da hat sie geflennt. weil ihr das leid tat. Ich habe aus Versehen meinen damaligen besten Kumpel mal ein bisschen verletzt. Damaligen letzten. Ja, also seit dem Zeitpunkt. Habe ich keine Freunde mehr. Freunde, ja. Okay. Menschens gemacht. Entschuldigung. Oh ja. Ja. Das ist so ein Vollidiot, Alter. Wird er Schüler im Tech hier drin haben, weißt du, wird rausgeleitet, dass er schwiegen soll, rammt aber mit 150 an der Scheißstelle vorbei, merkt dann, oh, ich muss mich ja noch wiegen lassen. Vollidiot, jetzt muss ich hier rückwärts fahren. Ja. Also Renti spielt mit Leib und Seele ganz gern den American Truck Simulator. Der ist da drin im Business. Was ich aber gemacht habe, kennt ihr, wir sind ja früher so nach dem, am Anfang ist man so mit den BMX-Rädern gefahren und dann gab es so diese kleinen Mountainbikes. Ach so, diese kleinen, die kleinen. Ja. Und weil man, also damals war das jedenfalls sau cool gewesen, wenn man diese Hörner an dem Lenker hatte. Kennt ihr? Gott, ja. 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 Die sind natürlich so unglaublich hässlich. Wir haben uns die Hörner montiert. Ja, wie wir haben montiert. Ja, das Problem ist, wenn man nebeneinander fährt und die Hörner sich verhaken. Oh. Oh, und so war's, das ist nicht gesund. Auf dem Bürgersteig, nebeneinander, ein bisschen rumgeblödelt, meine Hörner sich in seinen Hörnern verhakt. Dann versucht ja jeder in eine andere Richtung zu fahren. Nur leider war ich etwas stärker und er ist dann umgefallen und ich bin aber auf ihm gelandet. Oh, das und das war halt, wie gesagt, total unbeabsichtigt und das hat mir auch mega leid getan und alles. Er hat sich nicht weiter verletzt, aber hat er halt eben Schürfwunden, ne? Und alles. Und ja, irgendwie musste man es ja auch seiner Mutter erklären. Und ja, naja, das war, ja, da stand man dann dort und haben halt gesagt, dass wir rumgeblödelt haben und unsere Hörner haben sich verhakt. Das klingt schon irgendwie falsch, aber. Ja, das klingt sehr interessant. Ja. Das Endresultat war aber, wir haben da nicht mehr zu den Bros gehört, denn uns wurden beide die Hörner abgenommen. Ja. Und das war nicht mehr so cool. Und der Spruch, wir haben es euch ja gesagt, der kam bestimmt auch irgendwie nicht immer so. Tausendmal mindestens, ja. Definitiv. Aber das war schon, oh Mann, ich habe meine Hörner vermisst. Kurze Fahrradgeschichte kann ich auch erzählen. Ja. Und ja, also auch jetzt immer noch. Hey! Mann, das kann doch nicht sein! Du Scheiß-Vollidiot! Siehst du sicher? Ups, kann ich ausschreiben! Fick die Knie, du! Mann! Liquid, das hier. Übrigens ist normal bei. Ja, also, es riecht doch auf, wie so ein Geistesgestörter um die großen Rumpen. Wie sie, wenn sie es wenigstens könnten. Ja, nee, Renny, da hast du recht.
Ja, ich sehe das. Gebe ich dir recht, Wendy. Lass uns nicht ärgern, ja? Hättest du es gesagt. Entschuldigung. Ich werde es mir anschauen, okay? Ja. Hättest du es gesehen, dann würdest du dich auch so aufregen. Ja, dann würdest du mich verstehen, verdammt nochmal. Ja, aber du, deine Fahrradgeschichte? So, hab ich auch noch eine. Ich bin ja hier relativ auf dem Hügel oder so, wenn du es sehen willst. Also alle Straßen, wenn ich irgendwie eine Stadt oder so will, geht erstmal nach unten. Ja, also wir haben sehr, sehr viel bergab. Und wenn wir von hier zu einem Schwimmbad fahren wollen, nehmen wir auch, oder haben wir damals immer eine Strecke genommen, wo du erst ein bisschen den Berg hochfährst und dann rollst du eigentlich 10 Minuten bergab, ne, und kannst komplett durchfahren bis da. Aber wenn du mit dem Fahrrad ja bergab fährst, bist du ja auch schneller oder so. Ich glaube, damals war es ja auch noch cool, weißt du, so richtig schön schnell zu fahren. Irgendwie hatte man es damals auch unter Kontrolle, so, weißt du? Keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, wir halt relativ schnell diesen Berg halt runtergefahren, so wie wir es halt immer gemacht haben. Und dann ein bisschen abgebremst, weil halt eine Kurve kam. Und in dem Moment, wie gesagt, schon ein bisschen abgebremst, fällt mir der Reifen ab. Der Vorderreifen vom Fahrrad. Wow. Und der Vorderreifen fliegt halt ab. Und ich noch mit gut Schwung, aber jetzt nicht mehr Fullspeed, fliegt vorne über den Lenker, aber ich hatte so viel Schwung, dass ich wirklich so ein Vorwärtssalto gemacht habe. Aber nicht so, dass ich es absichtlich getan hätte, überhaupt nicht. Sondern so reine Schocksituation, bin auf den Füßen gelandet, aber nicht stehen geblieben, sondern danach erst nach vorne gefallen. Aber ich habe mir nichts getan. So, aber der Schockmoment, der war einfach komplett da, weil ich habe auch irgendwie nicht die Kontrolle gehabt oder die Zeit zu haben, okay, ich mache jetzt einen Vorwärtssalto und roll mich dann ab oder so. Was, sondern, ja, genau, aber so sah es aus. So, oh, Reifen fällt ab, kein Problem für mich. Frontflip, stehen. So, nee, wirklich komplett aus Zufall, Glück, was auch immer. Vorwärtssalto, auf den Beinen gestanden und dann halt so nach vorne leicht umgefallen, aber nicht mehr mit Schwung, alles super ausgegangen, aber der Schock, den ich dann hatte, das war richtig krass, also das war auch... Das ist, ja, das ist halt dieser Schockmoment, das ist immer so das Schlimmste. Also ich hab auch Stories, die gerade an beides da anknüpfen, das ist zwar jetzt nicht, der eine ist zum Thema, aber auch nicht ich verursacht, sondern mir passiert, und das andere ist auch mit diesem Frontflip. Frontflip war beim Skifahren einfach so ganz entspannt. Eigentlich war der Tag so gelaufen, also nicht im negativen Sinne, sondern einfach so gegen Abend hin, wollten einfach alle wieder zurückfahren. Das letzte Mal hier mit dem Lift hoch und ganz gemütlich wieder runter. Und da war irgendwo so ein ganz leichter Hubbel, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich war so entspannt, gehe so ein bisschen in die Hocke und ramm mir auf einmal, drückt mir so unerwartet voll die Knie in den Magen. Ja, weil halt dieser Hubbel kam und mach auch, also ohne dass ich da irgendeinen Einfluss drauf hätte, einfach durch die Bewegung ein Vorwärtssalto, land aber auch wieder auf den Skiern, sitzend, so komplett in der Hocke, wie wenn du halt die Beine so an dich ranziehst und dich hinsetzt und bin weitergefahren. Das war auch so total, danach erstmal gebremst, hingesetzt und gedacht, was ist gerade eigentlich passiert, so, war mega strange, so. Und im Fahrrad, war ja früher dann cool, wenn du so dein kleines Mountainbike hattest, mehr oder weniger, wenn du da so voll gebremst hast und das, dich dann so quergestellt hast, ne? Und da sind wir halt immer gefetzt und das haben wir geübt. Ich mit einem Kumpel, ja, aber richtig, mit einem Kumpel zusammen, und der hat sich dann einfach zu weit gedreht und hat dann irgendwie komplett 180 Grad vor mir gestanden. Das habe ich gesehen, aber ich hatte da keine Chance zu bremsen und mich haust so vom Sattel nach vorne und so mit den Beinen auseinander gegen den Lenker. Ey, ich habe echt gedacht, irgendwas ist mir gerade aus der Hose gefallen, ey. Das tat schon gut weh. Selbst verursacht habe ich so was in die Richtung auch. Also so jemanden aus Versehen verletzt. War jetzt nicht ganz so tragisch, hat trotzdem einen Schlag getan. Grundschule war das noch, auf dem Schulhof. So Fang gespielt, ja. Und ich war dran mit Fang, renn jemandem hinterher. Und wir hatten auch so Klettergerüste und keine Ahnung, so Zeug und Bäume da irgendwie auf dem Schulhof gehabt. Und ja, renn dem, wie gesagt, hinterher und komm irgendwie so ins Stolpern, halt mich noch an so einem Geländer von so einem Klettergerüst fest und komm ihm irgendwie, frag mich nicht wie, irgendwie an die Füße. Ja, also geb ihm so diesen klassischen Gehfehler. Ja, dreht ihm so das hintere Bein hinter das andere, ja. Gesundheit. Und ja, er ist dann so gestolpert, dass er kopfüber, so, also wirklich geradeaus wie so Superman-like geflogen ist, gegen so eine sehr unsanfte Steinmauer und hatte dann so ein kleines Steinchen im Kopf drin, ne? Also so ein kleines Loch im Kopf, also wie gesagt, war wirklich nicht so tragisch, aber das tat mir dann schon leid, weil das hat auch echt einen Schlag getan und
Die waren da halt Vollspeed am Rennen, ne? Das, ja, war schon schwer einzuschätzen, wie mir das ihm jetzt tat, weil mir tat es halt nicht weh, aber das tat mir dann schon leid. Aber das ist hart, ja, auf jeden Fall. Das ist eine harte Hausnummer. Mir ist mit dem Fahrrad nur immer ein Unfall passiert. Da kann man sich heutzutage noch drüber streiten. War ich schuld, war er schuld oder wir beide waren schuld. Ich denke mal, heutzutage kann man uns darauf einigen. Das ist eine Mauer, da kannst du nicht dagegen fahren. Danke. Können wir uns darauf einigen, wir beide waren schuld. Das war noch damals im Dorf. Da war so eine komische Kurve, die war, also der komplette linke Blick war durch ein Gebäude versperrt, ne, weil sich da so ein Gebäude hingezogen. Ach nee, Leute, ich hab keinen Bock mehr mit diesen Vollidioten hier. Das sorry. Menschen! Bei dem sorry. Bist du bescheuert? Jetzt waren diese scheiß Lukulischen so eine Reihe. Aber guck's, Leute, ohne Scheiß, guckt euch das mal an. MTV, oh, jetzt wird Nador die Handwerbung Boss, aufgefahren. Liga Lucy, Polska, Ruska, alles voll hier. Meine Aua. So, auf jeden Fall, da war ein Gebäude, hat sich komplett über die linke links gezogen, sprich, du hattest von links keinerlei Einsicht. Ich, so toll, Fahrrad, ne, voll Schwung, raus auf die Straße, was kam von links, das war ein Golf, weiß ich noch, so ein Golf, Zweiergolf oder so. Naja, Vollbremse gemacht, mich mit der Motorhaube mitgenommen, Fahrrad irgendwo sonst wohin, Brille lag hoch, sonst irgendwo, ja. Und ich schlag dann so auf der Motorhaube, bin dann wieder runter. Bin dann aber auch, das war noch zu dem Zeitpunkt, da hatte ich weniger Gewicht wie heute, möchte ich vielleicht noch beurteilen. Du hast den Golf nicht komplett zerstört. Ich habe den Golf nicht komplett zerstört, richtig. Und ich, Motorhaube drauf, Motorhaube runter, der steigt aus, so voller Panik. Ich stehe aber in einem Atemzug auch eigentlich wieder auf, aber hab schon gemerkt, aua. Naja, hab dann mein Fahrrad genommen, er so, hat am Auto geguckt und ich weiß aber auch nicht mehr, ich bin halt irgendwie heimgegangen, er ist dann auch weitergefahren, wäre eigentlich Fahrerflucht gewesen, wenn man das mal so nimmt. Und ja, bin dann heim zur Mutter, ja, die fast umgefallen. Ja, dann erstmal irgendwie hingelegt, dann hier, ne, geguckt. Ja, der Rücken sah nicht so ganz toll aus, ne, Schaufwunden überall. Und so waren sofort aber auch nicht krankenhaus, einfach mal hinlegen. Gelassen, dann irgendwie da später beim Arzt oder so, aber da hatte ich noch mal richtig Glück gehabt, weil das hätte auch richtig doof. Das hätte ins Auge gehen können, auf jeden Fall. Das hätte wirklich dumm enden können, aber ja, ansonsten, und ja, ich jemanden aus Versehen wehgetan, ist halt aus immer so. Aus Versehen nie, ne? Ich mach sowas ja, nicht aus Versehen. Ja, Grundschule damals war schlimm, das weiß ich noch, da steht in den Zeugnissen noch drin, fühlt sich schwer an die Klasse sich zu integrieren, sehr aggressiv. Das stand, das steht da wirklich drin. Ja, also ich war damals in Grundschule war schon ein Problem kennt. Und hat sich dann aber irgendwie alles Grundschule eingefahren. Schon. Ja, das hat sich aber dann mit, seitdem ich PC und Internet hatte, hat sich das alles eingefahren. Und auf der Straße hier bin ich immer noch nicht überzeugt. Ja. Aber so, ja, ich hatte in der Grundschule hatte ich mal einen Mitschüler. Das war so ein richtiger Streber, weißt du, so ging, sollte aufs Gymnasium gehen. Und Eltern waren Anwälte und alles, ne, und Dings und alles, also Kohle ohne Ende gehabt und so. Ja, den habe ich mal so geschubbt und da ist dann irgendwie durch den Klassenraum über ein paar Stühle drüber gefallen. Das tat ihm dann weh. Das wollte ich nicht, so kann man es jetzt sagen. Also es war keine Absicht, das wollte ich in dem Falle nicht. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das da genau war, aber den habe ich auf jeden Fall mal geschubbt. Das gab dann auch mega von Ecker. Was da rausgeworden ist, weiß ich nicht. So mittlerweile, gut, er hat sein Abitur gemacht, studiert jetzt, wird Anwalt, ne, aber, soll er doch, verdient hat er es doch halt. Hast du richtig rausgehauen, ja? Der hat schon damals. Aber das, da muss man sagen, da hast du echt Glück gehabt, weil wenn dich ein Auto über den Haufen fährt, ne, ist ja nun nicht drüber zu spaßen. Nee, wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr, was da genau damals war, aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, wo mich das Ding mitgerupt hat, ja. Weil der war oben langsam. Ich muss hier nochmal. Aber ich liebe das Fahrrad im Arsch, das weiß ich schon. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Ich bin da noch. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich stehe hier in der City und hab abgegeben, hab sogar hier schon an einer Raststätte geparkt. Liegt es aus? Eine Raststätte? Ja, in so einem kleinen Schuppen hänge ich. Ich hänge in Renault, nördlich. Ja. Bei Pflaster und sonst. Pflaster und sonst. Wo das V ist. Link unter dem V bin ich direkt. Unter dem V. So, ich habe auch geparkt. Alles easy. Wie sieht's mit Liquid aus? Ich bin gerade dabei, noch einen zu parken. Bitte die gleichen.
Jetzt hat es den gleichen, der mich gerade in der Collision Area auch wieder gerammt hat, den hat es jetzt wieder aufs Dach gelegt. Bis du es lernst. Bis aber ich nehme an, wir haben alle unseren Auftrag beendet, oder? Also ja. Da bin ich ja gerade dabei, aber stehe ich dort sozusagen. So. Wer hat denn die Sondersfolge eingeleitet? Ich hatte die Sondersfolge eingeleitet. Soll ich es mal ausleiten? Ja, mach das. Ja, gut. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten, Alter, die Küche hinter mir, im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, Däumchen da lassen, nicht vergessen, bei den anderen vorbeischauen, alles in der Videobeschreibung verlinkt und in dem Sinne, bis dann, tschüss, Leute, tschüss.